Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Im letzten Part haben wir uns an diesen Ort hier schnell teleportieren lassen. Also per Schnellreise hierher sind wir gekommen, Tulitut, und dann wurde gleich auf uns geschossen. Ja, volle Kanne, wir sind doch aber unschuldig und haben niemandem was getan. Und diese Raider-Deppen haben nichts Besseres zu tun, als uns den Tag zu vermiesen. Ja, und mich überladen zu machen. Frechheit sowas. Aber wir haben sie alle besiegt. Um drei noch ein paar Supermutanten und einen legendären dazu. Ja, ich glaube. Was kann ich für dich tun? Handeln bitte. Sicher, werfen Sie einen Blick darauf. Also im Großen und Ganzen war das ja sehr schießwütig und aber doch mit, also für uns mit einem Sieg zu verbuchen. Okay, wir müssen das uns wieder ein bisschen erleuchten. Wir haben viel zu viel Graffel mit. Fürchterlich. Puh, was kommt denn jetzt alles weg? Ja. Ich glaube nicht. Ja, weg. Nein, das kommt weg. Nein, nein. Und... wäre eigentlich auch blöd, wenn wir die wegtun würden. Kampfgewehr. Können wir eigentlich den wegtun? Ich hoffe mal, dass es passt so. Tulitut, passt. Gut, dann hier, das Zeug tun wir weg. Die ganzen Rüstungen und so weiter. Muss ich nur kurz schauen bei den Roboter-Sachen. Nein, ich glaube, da war ja nichts, was wir brauchen hätten können. Nee, nee. Boah, weg damit. Das auch. Nur die Voltec-Geschichte, die lassen wir, weil das ist unsere Dingens-Ausrüstung. Oh, warte mal. Ich sollte die vielleicht auch mal anziehen, ne? Oder ist es deshalb, weil die beschädigt sind? Ja. Die müsste ich reparieren gehen. Hahaha. Hahaha. Das machen wir dann, wenn wir unser Ziel quasi erreicht haben. Wie viel Platz habe ich denn jetzt eigentlich? Inventar. Ah, Bild, was geht. Jetzt müssten wir eigentlich zu dem Gebäude irgendwie rüberhatschen und uns das holen, was die Supermutanten verloren haben. Jetzt ist nur die Frage. Da drüben, glaube ich. Hallo! Das war super. Jawohl. Nee, das war super. Na, erwidest du? Geht ja. Das war toll. Kann man gar nicht anders sagen. Ich denke mal, dass es da oben war. Ich habe nämlich keine Ahnung. Schön, Hundehütchen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo hier diese Supermutanten stationiert waren. Ich weiß nur, es muss irgendwie nach oben gehen. Aber ich fürchte, das ist auch verkehrt. Es könnte jetzt nämlich leicht sein, dass wir gar nicht dorthin finden. Oh, schau mal, ein Fusionskernchen. Muhaha. Was? Alter! Geht ja. Ist ja ekelhaft. Karabum. Ist ja... Es ist wieder typisch, ne?
Ich habe keine Ahnung, wo diese Deppen zu Hause waren. Also damals sicher nicht. Na großartig. Warte, wir laden mal nach. Das ist vielleicht gar nicht mal so ungeschickt. Was? Ja. Den hat es im wahrsten Sinne des Wortes. Also der ist vor lauter Scham im Boden versunken. Der hat sich mal gedacht, tschüss. Was ist das? Okay, nichts Schlimmes. Alter Schwede, jetzt finden wir da wieder haufenweise Schrottsachen an. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir müssen aber da lang, wie mir scheint. Warte mal, denn wir wollen ja... Nein, nicht zu den Minutemans, sondern da ruf. Hier hin. Da wollen wir hin. Das heißt, wir müssen da lang. Ist da irgendwo eine Brücke oder so? Ich weiß gerade auch nicht mehr, ob wir überhaupt beim Zaun hier irgendwie vorbeikämen. Doch, doch, das passt schon so. Super. Ein paar Baseballbälle. Baseballbälle, genau. Homeplatte. Ah, okay. Da haben sie früher wirklich Baseball gespielt. Das nehmen wir alles mit. Na, komm her. Vielleicht finden wir ja auch einen Schläger an. Einen Baseballschläger. Dann hätten wir das ganze Spiel quasi komplett, würde ich mal meinen. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber ich glaube, da hat ein Schläger dazu gehört. Und eigentlich, glaube ich, zwei Mannschaften, ne, die dann quasi so nach dem Abschlag des Balles im Kreis laufen, jeweils zu einer Pace. Und drüben ist eine Brücke. Ah, es wäre vielleicht besser, die Brücke zu benutzen. Da drüben wäre auch eine. Dam, 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 dam. Die Brücke, Brücke, Brücke. Würde ich meinen, können wir eigentlich eh darüber. Darüber und darauf. Da müsste schon passen. Dab, dab, dab. Immer schauen, ob da nicht irgendwo irgendwelche fiesen Fieslinge sind, die uns wieder an die Gurgel wollen. Mhm. Hallo? Fiese Fieslinge. So. Dann würde ich meinen... Ja, das müsste schon passen in die Richtung. In diese Richtung müsste es passen. Ist hier Mülleimer was? Ja. Tatsächlich. Ja. Sprich, alles. Alles, was wir finden. Oh. Oh, schau mal. Aha, Strohkissen, okay. Sind wir schon vorbei? Nein, ein Stückchen noch. Ein Stückchen noch, lala. Oh. Da drüben, da haben wir wen. Und Hühnchen haben wir auch. Ach, das ist gar nicht gut. Wenn es da wieder scharf geschossen wird, können wir da durch? Nö. Aber hier. Okay. Ich tue mal speichern. So. Nein. Und zwar so. Jawohl. Ein Kampfhühnchen. Okay, der hat's überstanden. Ja, ja. Nur wieder nachladen. Ich hoffe nur echt. Ah, das bringt sie nicht viel. Dass die da das Auto nicht zum Explodieren bringen. Das wäre nämlich gar nicht fein. Hallo.
Also bis ich da mal bin, ne? So. Und? Hey. Tschüss. Mit Crit. Boah. Glaube ich halt. Hm? Was? Du? Du da. Warst ausgeraubt. Perfekto. Da drüben? Eine Splittermine. Oh. War das gerade schlau? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Wow. Alter, jetzt habe ich mich erschrocken. Blöde Kuh. Weg mit dir. So, nachladen bitte. Ja, hoffen wir mal, dass das der letzte war. Hier haben wir nämlich obendrein noch ihr Picknick aufgeschlagen. Also ihr Lager, sagen wir so. Picknick ist falsch. Naja, wobei. Unter freiem Himmel. Ich hoffe mal, dass du das warst. Was? Doc Vaders. Was ist das? Was ist ein Doc Vaders? Oder wer? Oder warum? Freund oder Feind? Scheint noch freundlich. Die Welt da draußen ist gefährlich, ja? Wer seid ihr? Karawanenwache. Ödländer. Hallo. Ich tue euch nichts, wenn ihr mir nichts tut. Hm. Scheint funktioniert zu haben, die diplomatische Geschichte. So, also hier lang. Da bringen da gleich mal hinten den LKW zum Explodieren. Oh, ich bin schon wieder voll. Edda? Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Das ist sehr nett. Bitte nimm ein bisschen was ab von dem Zeug, was ich da habe. Am besten Schrott. Warte, klicken wir mal durch. Haben wir noch irgendwas? Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, Munition, Inventar. Ja, ist eigentlich immer dasselbe, ne? Würde ich sagen, der Schlagring kommt weg. Kampfgewehr. Jo. Die Kampfflinte können wir wegtun. Das Kampfgewehr könnte man eigentlich noch belassen. Also behalten. 107. Achso, der ist eigentlich... Ne, der passt schon. Der passt schon. Die ist stark. Da haben wir zwei von denen. Da können wir das auch belassen. Achso, der 50% mehr gegen Ghule. Ja. Können wir den auch wegschmeißen. Und dann passt das, glaube ich, gleich wieder. Und auch hier... zum Ankleiden kann man auch wegschmeißen. So, da la. Ich glaube, das passt schon mal. Bitte. Danke, Edda. Ich freue mich schon, wenn wir angekommen sind. Da können wir wieder uns wegbohren. Oh, da drüben ist jemand gerade gelaufen. Ich hoffe, das war immer noch diese. Das waren immer noch diese Leute. Ja. Das ist echt Langfinger. Mysteriös. Was haben wir da? Fleisch eines Mischlinghundes. Im Mülleimer ist leider nichts mehr zu finden. Schade. Die Mülleimer sind die modernen Lebensmittelaufbewahrungsgeschichten von heute. So. Lauf, 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 halt. Was haben wir da? Ein paar Bierflaschen. Oh, ein Moped.
Das wäre echt cool, wenn sowas funktionieren würde. Stellt euch mal vor, mit der Bauerrüstung und so, ne? Auf so ein richtig fettes Bike durch die Gegend sausen. Huha. Das wäre echt nicht schlecht. Was? Wer du sein? Das war super. Das hat super hingehauen. Warte mal. Au! Was ich? Warum sterbe ich denn jetzt? Warum Flammenwerfer? Hey, also. Ach Gott. Das passt man einmal nicht auf und schon geht's wieder um, ne? Ich glaube, das waren die komischen Kerle hinter mir, die haben dann Molotow-Cocktail oder so geschmissen. Oder die kämpfen mit einem Flammenwerfer. Keine Ahnung. Großartig. Na, jetzt bin ich da. Echt? Hör auf. Gescheiße. Tut mir einmal nicht speichern, geht schon wieder alles in die Hose. Geh Dreck. Das ist wieder etwas, was mich... Boah. Ach ja. Eda, komm her, bei Fuß. Brav, Eda. Komm her. Nimm bitte das Graffel nochmal. Ja, das wäre sehr nett. Ja, Waffen haben wir gleich gehabt. Das da und die da. Und da haben wir gesagt nein. Da haben wir gesagt ja. Da haben wir gesagt nein. Ich glaube sowas. Dann Kleidung natürlich. Nimm. Auch das hier. Alle beide. Das war's. Und die Schrottgeschichten, ne? Also alles, was wir da haben. Jetzt müsste wieder passen. Mann, ey. Dab. Da herüben war was. Schaust einmal nicht, ne? Einmal macht man wieder keine Kontrolle, ob da vorne irgendwer ist. Und schon kriegst eine auf die Gosch. Das ist echt nicht nett. Arschkopf. Bitte bestätigen. Danke. Na, wo bist denn du, Zipfelklatscher? Wenn man halt... Na, ist ja unfassbar, ne? Einmal. Aha. Mutantenköder. Na, so. Das wollte ich so nicht haben. So. Ja, das bringt sie gar nicht. Super. Vorsichtig. Aha. Ja, das hat sie... Wo brennt's denn? Da hinten. Okay. Dann machen wir so mal. Na, würdest du? Ach, komm. Boom. Boom. Jawohl. Geht ja. Arschkopf. Dann war es doch er, der die Feuerdingens geschmissen hat. Na, großartig. Ach. Haben wir alles? Nein, jetzt haben wir alles. Hoppla. Ist noch jemand von Witzbold, der es wissen will? Nein, derweil nicht. Da das ja so gut gelaufen ist, machen wir wieder einen Speicherstand. So, okay, kein Harrison Jones in der... Nein, hier war es, sowas, ne? In einem Kühlschrank war der Harrison Jones. Ist aber keiner drin. So... Wo müssen wir denn jetzt lang? Ungefähr da. La li la la la. La la li la. Gibt es hier eigentlich irgendwas für uns? Außer eine Pfütze im Haus. Und, oh, eine Fliege. Noch mehr Fliegen. Die dürften den Supermutanten und seinem Hühnchen da das Leben ein bisschen schwer gemacht haben. Halt. Oh, nein, das wollte ich nicht. Aber dieser komische Kerl da ist mir auch nicht ganz geheuer. Hallo? So, eine Matratze. Ruck. La, 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 la. La, la, la. Wo müssen wir eigentlich hin? Warte mal, da lang. So. Dam, diddl, diddl, dam. Dam, diddl, diddl, dam. Dam, dam, diddl, dam.
Dam dam. Alle hopp. La 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 la. Oh, ich sollte mal was. Eine Matratze wäre gut gewesen. Aber ich muss so ein Steam-Paket nehmen. Für unsere Gesundheit. Sonst kriegen wir wieder einen Schuss ab und dann ist finster. Halt! Ein Brahim! Ein wildes, glaube ich. Ah, eine Mutabeere. Hallo. Na, wo willst du denn hin? La 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 la. La 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 la. Da scheint doch jemand zu wohnen. Eine amerikanische Flagge gehisst. Sendeturm. OMC. Nicht OMG. Aha. Radio aktivieren. Mhm. Die haben ja aber viele Radios. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ein Spielzeugtruck. Ich hoffe, dass er brauchbar ist. Und es wäre halt echt schön, wenn es hier vielleicht auch ein Bettchen geben würde. Weil der braucht sie nicht mehr. Aber ob das so schlau war, hier so viele Radios zu platzieren und die möglicherweise einzuschalten, da hört man einen ja. Vielleicht sollte es abschreckend wirken, aber ich glaube, heutzutage ist es eher anziehend. Da oben würde ich gerne mal raufschauen, wenn man da rauf könnte. Würde ich gerne raufkraxeln. Ehrlich gesagt, hallo, Horuk. Okay, da ist gar nichts. Ich dachte, vielleicht ist da oben irgendwas zum... Ah, Matratze. Wow. Matratze, super. Ich steig mal aus. Oder kann man mit... Moment, kann man mit Bauerrüstung schlafen gehen? Warte mal. Warte mal. Warte. Nochmal testen. Ich glaube, da musste man sich schon ausziehen, ne? Dann wieder. Hm. Ja, natürlich. War schon richtig. So. Ist ein bisschen ungemütlich, mit der zu schlafen, ne? Also. Gute Nacht, Edda. Ich schlafe eh nur eine Stunde. So. Wobei es schon schlauer wäre, die Nacht durchzupennen. Warte mal. Machen wir gleich auf 12 Stunden. Oder warte auf 11. Passt. Weil dann ist es 6 Uhr morgens. Circa in etwa, nicht ganz, aber passt. Und unser Char konnte mal ordentlichst ausschlafen. Wie ist Sommerferien? So, ja. Jetzt wird es auch langsam hell. Das passt wunderbar. Alle hopp. Prima. Und wir sind wieder fit wie ein junger Turnschuh. Das ist nur die Frage, da lang. Wir müssen da lang, lang, lang. Zu unserem Zielelein, da lang, lang, lang. Hallo. Generator klein. Ach so. Plünderer, okay. Aha. Bots. Noch mehr Bots. Was? Oh, was bist denn du? Alter Schwede. Ein Skorpion. Yes, ist nah. Oh, hör auf. Schleich dich. Weg mit dir. Mistviech. Puh. Von denen sind sie überrascht worden. Na, ist logisch, ne? Aha, das soll eigentlich mal so ein Händlergeschichtel sein, oder? Na, Spitze. Einfach mal so von einem Skorpion überrascht. Die wollten sich hier scheinbar was aufbauen. Augenbot-Kapsel. Bios Augenbot Doc. Was? Das kann man gut lesen. Nach Komponenten scannen. Kleber. Aha. Läuft. Ja. Was für ein Augenbot eigentlich, der ist ja hin. So, nochmal. Vielleicht können wir noch was anderes machen hier.
Oh, da ist doch jemand weg, oder? Oh. Ups. Ich hab doch jetzt einen Schmarrn gemacht. Fehler. Aber das war doch der, oder? Mit dem Augenbot und so. Naja, gehen wir halt weiter. In diese Richtung. Lalalala. In diese Richtung. Lalalala. Da unten gibt es sicher wieder irgendjemanden, der aufs Goschel will. Lalalala. Da ist auch jemand verstorben. Servus. Alle hopp. Oh. Die verschollene Patrouille. Untersucht den Kampfschauplatz. Ritter. Oh nein. Ritter Warham. Schlachtfeld Holoband. Fusionszell-Lasergewehr. Och nö. Das ist aber übel. Das ist einer von den Paladinen. Also halt nur einen Rang, glaube ich, drunter, wie das geht, ne? Komplett verformt. Das hier ebenfalls. Und alles radioaktiv. Verseucht hier schon wieder. Da haben wir ein Tresor. Nein? Warte, jetzt? Ja. Ja. Supi. Silberteelöffel. Spitze. Kachanga. Was haben wir hier? Ja, Löcher. Noch was, noch was, noch was? Ja, Patrönchen. Na, großartig. Den hat's ordentlich da. Das war definitiv ein Anschlag. Zumindest wirkt das so. Aber was hat die bitte so entstellt? Ich will's vielleicht gar nicht wissen. Vielleicht wollen wir es gar nicht wissen. Da vorne ist irgendwas, grünes Kreuz oder so. Ein Krankenhäuschen vielleicht. Was haben wir da? Wilde Melonenblüte. Melonenblüten. Cool. Ah, da ist wieder Blutblatt. Blutendes Blatt haben wir da. Na, großartig. Das da vorne. Oje. Oje, Madonna. Das da vorne dürfte ein Krankenhäuschen sein. Wie man sieht, die Patienten warten schon. Die stehen schon Schlange. Aber ich glaube, denen kann niemand auf der Welt mehr helfen. Deshalb, wow, sind die zum Abschuss freigegeben. Halt. Zum Abschuss freigegeben. Boom. Wow, ne? Boom. Komm her, du Arschloch. Boom. Na, super getroffen, echt? Hey, nur sagen, gratuliere. Brav, Edda. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Ja, das glaube ich auch. So, her mit dem Zeugs. Ich hoffe, wir konnten einige erledigen. Wegen Erfahrungspünktelchen. Aber ich glaube, das war nicht so schlecht, was wir gemacht haben. Wie verletzt sind wir? Geht eigentlich noch. Ein Schritt zu nah und das scheppert schon wieder, ne? Wieder einmal speichern. Ja. Gut, gut. Gut, 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 gut. MedTech. Research. 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 Also eine Inni. Gibt es hier weitere Opfer? Moment, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Darüber. In diese Richtung.
Aber es wäre vielleicht sogar schlau. Wie weit sind wir denn schon überladen? Oder bald mal überladen? Nein, das wollte ich eigentlich. Puh. Oh, ich sehe gerade, ich Esel habe vergessen, einen Skillpunkt zu vergeben. Ja, warum? Weil ich schlau bin. Schadensresistenz. Ha. Was nehmen? Ich würde sagen, nehmen wir noch Schadensresistenz dazu. Oder was haben wir da? Rüstmeister. Das ist echt schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung es ist. Ha. Das geht noch nicht. Obwohl Lebensspende aber auch nicht schlecht ist. Ha, das ist wieder super. Aber das wird mir ehrlich gesagt, Rüstmeister wird mir ehrlich gesagt gar nicht so schlecht gefallen. Schmied. Mehr Schaden. Tragekapazität. Da brauchen wir noch einen Punkt mehr bei Stärke. Puh. Das ist jetzt wieder echt gemein. Ach Gott. Mysteriöser Fremder. Ist aber auch nicht schlecht, oder? Was ist das? Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen... Ja. Schwerer zu entdecken. Boah, das ist jetzt wieder echt... Automatische Waffen machen mehr Schaden. Schnorrer. Schnorrer ist aber auch nicht schlecht. Ach, das ist wieder echt übel. Das ist wieder richtig, richtig übel. Weißt was? Da ich eh ein bisschen als Schussel bin, ne? Ich nehme jetzt einfach die Härte. Ist mir wurscht. Nehmen. Und beim nächsten Mal schauen wir hier mit Rüstmeister und solchen Geschichten. Wir haben hier bald wieder Level Up. Ich glaube, belassen wir es so. Ja. Ein bisschen was können wir noch schleppen. Wie weit ist es denn jetzt noch bitte? Ah, wir sind gleich da. Passt. Sobald wir bei dem Dingens angekommen sind, werden wir uns zurück nach... Puh, wohin bohrt man uns? Das ist schön. Ich glaube, Sanctuary Hills werden wir gehen. Schau. Da ist eine schwarze Blähfliege. Mhm. Vorher nehmen wir noch die Blume mit. Und die Blume auch. Für die Blume. Hübsche, hübsche Blume. Hübsche Blume. Servus, du Käfer, du schiercher, grauslicher Mistkäfer. Jetzt will ich die Mist. Wow. Den hat schön zerrissen. Hui. Mua. Na, das war's mit dir, du Mistviech. So. Gib mir dein Fleisch, wird man es braten können. Wir dürfen nichts verkommen lassen. Nix. Können wir hier noch was looten? Vor allem müssen wir jetzt dann bei unserer Rüstungsstation müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass wir unsere Bauerrüstungsteile wieder flott kriegen. Hallo. Old Gulletsenkluf. Luch. Lach dich, Luchdach. Her mit dem Graffel.
Entschuldigung. Gleich mal zur Seite geschubst. Geschubst. Einfach ganz unfreundlich. Was haben wir hier? Vase, Vase, Vase. Du hast einen an der Vase. Was haben wir da? Mann, ein Bügelbrett. Schau. Einen alten Wäschekorb. Gleich mal runtergestürzt. Passt, ist auch fein. Gut, da gehen wir weiter. In Richtung diese. Aha, das Glashäuschen da vorne, glaube ich, wird schon unser Ziel sein. Da können wir vielleicht noch sicherheitshalber hier noch ein bisschen reinschauen. Boah, ne? Schöner Teppich. Was ist denn das für eine... Ja. Naja. Hier müsste man mal dringend aufräumen. Einen Moment, bitte. Entschuldigung, da musste ich kurz mal husten. Wilde Taublüte. Alter. Jetzt hat sie nicht drauf. Alter. Ist ja nicht zu glauben, oder? Geht jetzt überhaupt was? Nee. Alter Schwede. Nein. Mach die weg. Hallo? Na, du sollst bitte die nehmen. Geht ja. Das hat super hingehauen. Wo bist denn? Du Kackviech. Ja, wenn ich was treffen würde, ne? Nein, das war durch Supi. Na, würdest du was treffen? Komm. Na, das ist echt übel schon wieder. Na, ja, ist wurscht. Schieß. Jawohl. So muss das ausschauen, du Mistviech. Nippel ab. Wenn ich gerade beim Blümchen zupfen bin, ne? Geht's hier für ein nettiges. Und der andere Käfer. Oder Libelle, was auch immer das sein soll. Hallo? Käfer? Da, nein, doch nicht. Dann bleibst halt. So, da ist noch so eine tolle Blüte. Passt. Da lang. Ja, ist schon das Glashäuschen. Mm. Kinderkrippe, Green Top. Kinderkrippe. Hallo? Irgendwie total verlassen. Schön. Tontöpfe. Können wir aber leider nicht mitnehmen. Gartenschlauch. Irgendwie komplett verlassen. So, ich ernte mal. Ich bin so frei. So, für uns. Es wäre echt mal schön, wenn wir so ein Glashäuschen finden würden, wo es nur Karotten geben würde. Was ich dann köstliche Omas Gemüsesuppe basteln könnte, also kochen könnte. Das wäre super. Das wäre echt ein Träumchen. Aber das ist halt noch nicht der Fall. Vielleicht haben wir mal das Glück. Und ich hoffe, ich merke mir dann auch den Ort. Dass ich immer wieder dorthin zurückkehren kann, um mir Nachschub zu holen. Eine Schaufel stehlen, aha. Nein, nein, es ist schon bewohnt, nur eben, da es so früh am Morgen ist, werden die noch pennen. Hm, Kochstation. Oh, Laborstation. Werkstatt, haben wir auch eine Rüstungsgeschichte. Schlafend fremd. Fremd. Hallo, irgendwie sind die weg. Ah, hier haben wir jemanden. Hallo. Bitte, Entschuldigung, ich wollte den Weg nicht versperren. Wir sind hier, um zu helfen, aber ich weiß gerade nicht, wen wir von euch anquatschen dürfen. Hallo. Du musst mir helfen. Sie haben einen Mann entführt. Redest du mit mir? Erzähl mir, was passiert ist. Wer? Beruhig dich. Du hast Glück. Erzähl mir, was passiert ist. Sag mir einfach, was passiert ist.
Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich nicht bezahle, werden sie ihn töten. Aber ich habe nicht so viel Geld. Wer weißt du, wo die hin sind? Lösegeld bezahlen, 300 Kronkorken, ihn zurückholen, ihn eine Lektion erteilen. Weißt du, wo? Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Ich bin mir recht sicher. Ich markiere es auf deiner Karte. Wir haben die Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Bring natürlich ihn kommen wir. Wohlbehalten zurück, okay? Yes, wir geben unser Bestes. Oh, da haben wir noch mehr. Nein, die nehmen wir nicht. Meine Freude, Ihnen zu dienen, Ma'am. Das ist hier so nett. Ich mag die. Ich mag dich. Du bist so nett. Wenn es passt, kriegst du vielleicht auch mal einen neuen Arm. Also so einen Schutz drauf. Weil du nett bist, jo. Ein Rüstungsstück auf die Seite. Danke. Hier ist keine Rüstungsreparaturgeschichte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir müssen dann im nächsten Part unbedingt, bevor wir den Dungeon angehen, werden wir uns... Weißt was, ich bohrt mich gleich. Ja, ich bohrt mich gleich, weil sonst vergesse ich wieder drauf. Weil ich bin imstande dazu, es zu vergessen. Ich weiß es. Ich weiß es doch. Schnell zurück. Ja, das machen wir noch schnell. Ich weiß, es ist Überlänge. Das machen wir noch schnell. Ich vergesse wieder drauf. Ich schwöre, ich vergesse wieder drauf. Und die... Ja, und unsere Power-Rüstungsgegenstände schauen echt armselig aus. Da dam 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 da dam. Da dam 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 da dam. Dam di dam dam. Dam di dam. Passt. Rüstung haben wir da. Pass auf mich. Berge Kleber aus Pier der Küstenwache. Aha. Ja, natürlich geht das nicht. Aussteigen. Achso, jetzt muss ich die Teile wahrscheinlich mitnehmen, die beschädigt sind, ne? Die habe ich so jetzt nicht dabei. Was könnte man daraus machen? Transfer. Achso, ich habe sie doch dabei. Wie beschädigt? Ich nehme die mit. Die sind sowieso allesamt beschädigt. Die haben alle ein... Oh. Warte mal. Nein, nicht herstellen. Doch, das passt schon. Das passt schon. Nein, nein, nein. Warte. So. Roboter Brustgeschichtel. Wo ist denn jetzt das, Musste man das hier machen? Herstellen. Da war das, genau. Also so. Reparieren machen wir mal. Ja. Der ist repariert. Der ist repariert. Der ist repariert. Der auch. Der auch. Der auch. Das dürften alle sein. Da haben wir noch hier. Ich möchte gern Modell B haben. Perfekt. Ich hoffe halt. Ja. Supi. Lackierung. Winteranstrich. Ah, ich wollte ja Voltec wegen Charisma und so. Ist da alles Voltec? Jap, jap. Das ist fein. Ah, schön. Das freut mich. Gut. Verlassen. Bitte, ja. Boah, die Ada, ne? Wo willst denn du hin? So, also du kriegst das hier. Und so. Ja, Fusionskern ist da, das passt. Rein. Oder warte. Ich hab doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Ja. Moment, heißt das, wir haben neue Leute dazu bekommen? Das wäre super. So, das Gewehr, die Granaten, die Schrot, also Kampfflinte. Das können sie haben, dies können sie haben, das und das. Alter, mir gehen da voll die Gelsen und so an, ne? Die wollen mich auffressen. Auffressen, ich sag's euch.
Kleidung, dieses und jenes. Das kommt weg und das kommt auch weg. Und der gesamte Schrott natürlich. Dann Mods tun wir auch weg. Nein, warte, haben wir es weggetan? Ja, ich glaube. Kleidung haben wir auch. Gut, dann ist noch die Edda. Gib her dein ganzes Zeug. Ich hätte das gleich machen sollen, ich Depp. Nein, nicht herstellen. Obwohl, aber nein, aber doch, aber nein. Wäre da etwas schlau? Mit Taschen. Ohne Extras, mit Taschen. Ich glaube, das wird sogar gehen. Schläger, versteift. Na, Taschen passt schon. Ja. Geht's vielleicht mit Taschen? Mit Taschen, warte mal. Geht es vielleicht auch hier? Warte. Ohne Extras. Mit Taschen. Ja, geht auch noch. Dann. Hier wäre super. Mit Taschen. Dann. Hier noch. Verringert Energieschaden und Immunität dagegen, Feuer zu fangen. Boah, das wäre aber auch nicht schlecht. Das wäre halt auch nicht schlecht. Ausnahmsweise mache ich, glaube ich, das statt die Taschen, weil mehr Schutz ist jetzt ja fast das Doppelte. Das ist, glaube ich, so gut. Asbest gefüttert. Gesund ist was anderes, aber naja. Leichtbau. Ich glaube, das ist jetzt alles, was wir getragen tun, ne? Verlassen. Okay. Haben wir das Graffel auch an? Gezogen? Ich glaube nicht, ne? Kleidung. Doch, mit Taschen haben wir alles da, ist gut. Dann tun wir hier Transfer. Also natürlich der gesamte Schrott einmal. Die Waffen, ne? Dieses und jenes kommt weg. Das sagten wir auch, kommt weg. Auch dieses, jenes, das und das. Das dürfen wir auch weg. Das und das, das und das. Dieses auch, das belassen wir. Die kommt weg. Die kommt weg. Und Kleidung. Das. Dieses und jenes. Weg, 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 weg. Tap, 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 tap. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das kommt weg. Dieses. Na, jetzt habe ich falsch gemacht. Verdammt. Warte. Jetzt habe ich eins mit Taschen weggeschmissen. Ich bin ja so schlau. Ich bin so schlau. Boah. Robotox-Schicht mit Tasche. Wo bist du? Mit Tasche. Roboter rechts. So. Passt. Jetzt muss ich das wieder ankleiden und dann passt's für heute. Ach, Käse. Jetzt aber. Oh, der Helm fällt mir aber auch. Hatte ich nicht auch mal einen Helm auf? Achso, nein, hatte ich nicht, wegen schier ausschauen. Dafür habe ich hier den da. So, schlupfen wir rein. Und dann gehen wir noch schnell ernten. Und dann haben wir, wow, Entschuldigung, ganz schlimm Überlänge. Bip, bip, bip. Achso, okay. Ganz schlimm Überlänge. Ich bin verdammt erfolgreich. Ja. Das haben wir schon mitbekommen. Na komm, von zu Mais. Karotten? Die Karotten brauchen ewig. Das ist auch noch nicht fertig. Hallo Kotzi. Kann ich was für dich tun? Nein, alles gut. Ich, Karotten. Du könntest 20.000 Karotten also machen. So. Könnte ich, darf ich das ernten? Bitte, ihr zwei Primeln, geht's auf die Seite. Ach, uff, sind Gatsch, echt. Was könnte man daraus machen? Ich nehme jetzt nur die
das nur sagen. Und die Karotten noch mit. Die zwei, drei, was wir haben. Drei Stück. Tun wir noch schnell dreimal Gemüsesüppchen kochen. Halt, ist da was? Klingenkorn. Darauf ansetzen. Ja, aber da ist ja eigentlich die Pippa. Die Pippa sollte das eigentlich können. Hier sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Oh, danke. So, ganz fix kochen. Ja, wenn, dann machen wir es gleich fertig. Na, ich habe jetzt eh schon so viel Zeit verschwendet. Jetzt ist es eh schon wurscht. Ach, so schmutziges Wasser tut schon wieder fehlen. Ja, so viel zum Kochen, ne? Gemüsestärke könnte man dafür Bill kochen. Das machen wir auch. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, das passt. Haben wir wieder haufenweise Kleber. Jo, Station verlassen. Passt auch. So. Müsste passen. Na gut. Dann steigen wir wieder ein und dann beenden wir den Part. So. Ja, so ist es. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.